Dieser Film wurde vom Waldwirtschaftsverband der Schweiz in Zusammenarbeit mit der SUVA und dem forstlichen Videokompetenzzentrum Le Mans sur Lausanne hergestellt. Dieser Film zeigt auf, warum das Aufrüsten von Sturmholz für Nichtfachleute mit immensen Risiken verbunden ist. Die folgenden Bilder weisen auf die verschiedenen großen Gefahren der Arbeit im Sturmholz hin. Solche Bilder trifft der Waldbesitzer nach orkanartigen Sturmwinden an. Es darf aber nicht sein, dass zu diesen Schäden noch größere in Form von menschlichem Leid hinzukommen. Abgetrennte Wurzelteller können ohne äußere Einwirkung plötzlich zurückfallen oder abrollen. Abgleitendes Holz, Steine und Wurzelteller gefährden Drittpersonen und Sachwerte. Mangelnde Kenntnisse und Ausrüstung sind die Hauptunfallursachen. Schnittschutzhosen sind eine zwingende Notwendigkeit. Diese Beispiele stehen für grob fahrlässiges Verhalten. Oft resultieren daraus schwerste Unfälle. Das Zersägen von gespannten Stämmen setzt riesige Kräfte schlagartig frei. Unsachgemäß ausgeführt, bedeutet es Lebensgefahr. Hängengebliebene Äste und Baumteile werden oft übersehen oder unterschätzt. Sie bilden eine tödliche Gefahr.
Die Reaktionen dieser Bäume beim Aufschlagen sind sehr schwierig abzuschätzen. Gebogene, gespaltene und abgebrochene Bäume stellen selbst für den Profi oft ein Risiko dar. Nie den Stützbaum fällen. Die Wahl des sicheren Standortes für den Sägenführer ist überlebenswichtig. Betrachten wir die Hauptgefahren nochmals.
Zwei Lehrfilme über geeignete Methoden der Sturmholzaufarbeitung wurden vom Waldwirtschaftsverband der Schweiz in Zusammenarbeit mit der SUVA und dem Forstlichen Videokompetenzzentrum Le Mans-sur-Lausanne hergestellt. Wir danken den beteiligten Forstbetrieben und Unternehmern für ihre Mitarbeit. Finanziell wurde die Produktion dieses Filmes von der Eidgenössischen Forstdirektion und der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft unterstützt.